Sei gegrüßt. So, ich habe gerade gesehen, wir hatten noch ein ganz kurzes Upstream-Problem, aber das hat sich jetzt wohl gefangen, nehme ich an, hoffe ich. Man möge mir sagen, falls es ruckeln sollte im Stream. So, ich hatte jetzt hier wahrscheinlich irgendwelche Dinge zu tun, die ich, von denen ich vergessen habe, dass ich sie zu tun hatte. Kann man hier irgendwie, ja gut, das Inventar, die Weltkarte, ah ja, hier sieht man das, was wir jetzt noch zu tun haben, sehr gut. Apropos Inventar, ich glaube doch mal kurz hier rüber, gehe noch mal kurz zum Markt und guck mal, ob ich irgendwas loswerden kann, was ich nicht so direkt brauche. Das ist ein Schmuckstück, das werden wir, glaube ich, mal los. Bin mir nicht sicher, ob wir die brauchen. Luxusgüter, komm. Brauchen wir nicht. Das ist Gürtelzubehör, den behalte ich mal ganz kurz. Die Rezepte können wir leider nicht lernen, die brauchen jetzt, naja, ein bisschen was Platz, aber was soll's. Blumen. Brauche ich die Blumen für irgendwas beim Alchemisten? Medizin, Beinwall, ja, Schneelilien und Fiolen. Das scheint eine Giftzutat zu sein, würde ich behaupten. Aber ich gebe euch mal weg. Wir können für jeweils 10 eine kaufen. Ja, komm, machen wir mal. Können wir mehr Medizin mitbringen, mitnehmen, das ist fein. Sonst haben wir eine Menge Lebensmittel dabei, das ist okay. Thema Medizin. Ich gucke gerade, was man upstream macht. Oh, der sieht gut aus. Jetzt sollte er definitiv perfekt sein, es sei denn, irgendeiner meiner Nachbarn möchte sich etwas runterladen, was er nicht runterladen sollte. Komm, ich will eigentlich die da angreifen. Darf ich nicht? Okay, dann nicht. Dann hole ich mir halt keine Hauerchen von euch. Vielleicht macht es sogar tatsächlich Sinn, hier. Komm, ich hole mir nochmal ein Pferdchen. So, was haben wir hier? Kritische Treffer 6%. Der kann sogar ein bisschen mehr Crit machen. Der ist stark. Der kann dafür weniger Crit machen. Komm, ich glaube, dich werden jetzt einfach kaufen. Adoptier, Entschuldigung. Mir fällt so auf, ich könnte einem von denen schon mal Satteltaschen geben. Mhm. So, du kommst jetzt mal mit Tragfähigkeit daher. So, wir werten jetzt einfach mal die Plusse auf. Ein bisschen Bewegung ist auch schön. Also die Doppelplusse. Das nehmen wir noch mit.
Ja, schon können wir Wesen nicht mehr mitnehmen. Das erfreut mich. So, sortieren wir nochmal fix. Und dann geht's hier weiter. Hier unten gab es irgendwelche Sachen, die wir machen sollten. Ich weiß jetzt sogar nicht mehr. Hier gibt es was. Ein Kopfgeld. Das müsste dir sein. Ich sehe gerade, ich hätte rasten sollen. Ach, ja, egal. Gut, ist nur eine Stufe 2 Bande, also von daher. So, du kämpfst zuerst. Du bist natürlich ein Fernkämpfer. Danach kämpfst du. Ich bin mir ziemlich sicher, den Fernkämpfer kriege ich nicht platt. Ich brauche, glaube ich, hier. Hier unten hin. Halt. Du musst da hin. So. Ja, den Punkt müsste ich leider so oder so einstecken. Danach kommst du dran, danach du. Mir missfällt, dass er jetzt der Nächste war. Ja, das war eine blödsinnige Idee. Kann ich zurückmachen? Nein, schade. Was ist das? Verbündete Einheit und diese Runde halt ein Status stramm stehen, kann einmal pro Runde verwendet werden. Doppelt so viel Tapferkeit. Wie erzeugst du nochmal Tapferkeit? Ist, wenn wir hier eine Einheit kämpft. Das ist doch auch schön. Das passiert dann ja gleich. So. Das ist das Sinnvollste. Ich will hier eigentlich noch gar nicht in die Offensive gehen. Macht aber Sinn. Ich hätte bedenken können. Das heißt, die 2 Punkte da unten hätte ich mir sparen können. Darauf habe ich gehofft. Darauf jetzt nicht. Du kommst als Nächstes, dann kommst du hier dran. Ich glaube, du hast eine Axt, eine Waffe, die auch rundum Schaden macht. Ja. Schade. Dich kriege ich doch noch nicht dran. Ja, dann halt nicht. Ah, Gift. Diese Verbrecher. Die vergiften einen. Du und dann du. So. Hauen wir dem mal fett eine rein. Ist er nicht Bogenschütze? Okay. Das hat er vor. Kurz aber quer übers Schlachtfeld. Und haust die beide alle rein. Das tötet zumindest ein.
Au. Die giften immer so. Was haben die nur mit ihrem Gift? Nee, nee, nee. So. Ja, schön. Ich würde gerne mehr sehen. Ich würde auch gerne die restlichen Teile doch töten, weil ich es kann. Das war ein schöner Crit. Nein. Du darfst gar nicht schießen. Jo. Nehme ich jetzt noch die Leichen mit? Nein. Sehr gut. Das war nämlich noch die Frage, die ich mir beim letzten Mal gestellt habe. Wenn ich auf alle Plündern klicke, nehme ich die Leichen mit oder nicht? Ich konnte nicht reparieren, weil ich nicht gerastet habe. Ja, mit WASD kann ich hier auch nicht steuern. Aber ich kann ja die Alchemisten damit hier einsammeln. So. Der Tüftler kriegt Zeug, das ist gut. So kann ich die Pferde hin und her ziehen. Perfekt. Ich hätte sie gerne in der Nähe. Du hast einen Aufstieg bekommen. Was hast du bis jetzt? Verteidigungshaltung und schwächender Schlag. Rüstungsbrecher. Opportunismus. Solange sich mindestens zwei Gegner im Umkreis von 6 Meter einhalten, bekommt sie Schutz. Schaden, kritische Treffer gegen Einheiten mit mindestens einem Debuff um 20% erhöht. Ich glaube, ich möchte den Rüstungsbrecher. Zur Willenskraft? Hm. Ich meine, der Bonus 15 Punkte, die Einheit überlebt das erste Mal, wenn sie eigentlich im Kampf sterben sollte, ist schon gar nicht mal schlecht. Ja, gehen wir mal in die Richtung. Deine Rüstung sieht kaputt aus und vielleicht hätte ich sie dir anlassen können. Ach da, ja. Ja, dann. Glücklicherweise haben wir genügend Zeug hier. Ach ja, wir haben einen Trunkenbold dabei. Die schlechteste Entscheidung, die man so haben kann. Trunkenbolde. Und sie wollen Geld. Wieder mal ein grässlicher Fraß. Ist gekochtes Essen, der zu viel verlangt? Unterdrückt die Magenschmerzen nach Leibeskräften? Rastet ein paar Stunden und hofft, dass es besser wird? Verzehrt frische Lebensmittel, um den Schaden zu begrenzen. Erfordert Äpfel. Komm. Gibt's halt einen Apfel. Was haben wir hier? Das Grab der Ahnen und da oben noch was. Dann laufen wir immer ganz kurz nach oben hoch und dann auch runter zum Grab der Ahnen. Die Straße hätte ich gerne. Ja, wir haben schon das Schicksal 80 von 100. Aber wir müssen noch ein Stück. Da drüben sind sie. Taurinus die Bussardin. Schergenplünderer Stufe 4. Womit man sich ja so sein Geld verdient. Du kommst als erstes dran, danach kommst du. Dann wohl du.
Da muss ich ein Stückchen näher ran. Ich hätte auch den Platz nehmen können. Ach, ich sollte mich mal einfach umgucken. Wie weit kannst du laufen? Hätte ich mir das vorher angucken sollen? Da, da. Ganzes Stück. Du rennst jetzt einfach wieder weg. Und schon bist du ein Stückchen weiter weg. Gut, die Bogenschützen sind außer Gefahr. Als nächstes kommst du dran. Ich glaube nicht, dass ich dich jetzt legen kann beim ersten Mal. Du da mal rein. Brauchst du müssen mal ein bisschen rum. Gehst du wieder weg. Also ich glaube, du bist hier gar nicht mal schlecht aufgehoben. Dann nehmen wir den zumindest schon aus der Richtung, bevor er was machen kann. Bei dem hier konnte ich es eh nicht verhindern. Aber er hat relativ guten Schusswert, deswegen. Was ist denn dieses Ablenken jetzt? Erlittener Schaden des nächsten Angriffs um 70% verringert. Das ist ja doof. Ach, du kommst da gar nicht ran. Nee, ganz blöde Idee. Ich muss mich da einstellen. Weil ansonsten hätte ich ihn da noch mitgetroffen. Das wäre eine dumme Idee. So. Du kannst jetzt näher ran sprinten. Was da war ein Bogen um dieses Giftstück. Du bist als nächstes dran. Ich sollte mal hier die Karte bewegen. Ich gehe mit dem Bogenschütze trotzdem nach hinten. Auch wenn der sich jetzt nach da drehen wird, natürlich. Weil ich zu weit gelaufen bin. Du, bitte. Ja, jetzt seid ihr auch im Kampf. Okay. Fällt ein runterhauen. Dummerweise darf ich jetzt. Oh, da gibt es ja auch Bärenfall. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, du bewegst dich lieber noch ein Stück. Du bewegst dich noch ein Stück. So sieht das gut aus. Kannst du normalerweise leider nichts mehr machen. Und du kommst jetzt nicht ran, außer wenn du durchs Gift rennst. Ja. Du bist anfällig, das ist ja nice. Einmal hauen. Du kannst stehen bleiben und du kannst mir auch mal zu stechen. Und das war's. Ah, geht doch.
Ein Teller des Unteroffiziers. Nice. Alles plündern. Den Button sollte ich mitnehmen. Reparieren kann ich es leider nicht, weil zu wenig Material. Ja, ich habe die Ausrüstung. Die Mission erfolgreich abgeschlossen, ich weiß. So. Aber wenn wir die Rotella des Unteroffiziers haben. Die gibt mir Rüstung. Und ich glaube, ich hatte hier noch jemanden, der Schild getragen hat, oder? Nee, du hast nur einen Dolch getragen. Kannst du nicht zwei Dolche tragen? Nein. Ach, du kannst es nicht tragen. Kriegst du das Ding auf jeden Fall.